dupe is from Kira Beauty. It looks literally the same and I got it on Amazon. Als ich das Video gesehen habe, musste ich direkt auf Amazon gehen und erstmal schauen, ob es die bei uns auch in Deutschland gibt. Und wie ihr sehen könnt, gibt es sie in Deutschland. Seht auch schon, dass das Packaging einfach 1:1 aussieht wie von Charlotte Tilbury. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass das Fake-Produkte sind, weil hier wirklich gar nichts von Charlotte Tilbury draufsteht. Also das sind komplette Eigenmarken. Trotzdem ist es ja einfach mal offensichtlich, dass das ganze Konzept von Charlotte Tilbury hier kopiert worden ist. Ich habe mir jetzt hier erstmal nur diesen Contour-Stick geholt und eine Blush-Farbe, weil ich das Ganze erstmal nur testen möchte. Das müsste theoretisch der Contour-Stick sein. Und damit starten wir jetzt. So sieht das Ganze dann auch von innen aus. Also ihr seht schon, da ist auch genau dasselbe Schwämmchen drauf. Ich würde mal sagen, ich... Was muss ich da jetzt tun? Ah, okay, ich muss das einmal drehen, dann ist das offensichtlich offen und ah, jetzt kommt schon was. Und das sieht gut aus, es sieht aus wie eine Konturfarbe. Ich kann mal sagen, ich gebe mir jetzt hier einfach mal ein paar Dots drauf. Nehme ich mir einen Pinsel zum Verblenden und ich hoffe mal, das klappt jetzt gut. So sieht das Ganze jetzt eingeblendet aus. Ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt. Ich habe am Anfang etwas Angst gehabt, weil es schon so aussah, als wäre es viel zu pigmentiert und wäre schon eingetrocknet. Aber es hat sich dann dennoch gut verblenden lassen. Farbauswahl muss ich sagen, das ist leider nur diesen einen Farbton gibt und sonst keinen. Das heißt, entweder habt ihr Glück und es passt bei eurem Hautton oder ihr habt leider Pech. Kommen wir als nächstes zum Blush. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Da trage ich mir jetzt auch wieder mal ein paar kleine Dots auf. Es geht wieder ans Verblenden. Ups! Ich glaube, ich habe etwas zu viel aufgetragen. Ich blende das Ganze jetzt nochmal mit meinem Sponge und hoffe mal, dass da etwas Pigment mit schluckt. Das ist jetzt der Blush. Ich muss sagen, in der Kamera sieht man ihn gar nicht so krass, oder? Also in Real Life sieht er wirklich richtig schön aus. Im Finish von dem Blush würde ich eher sagen, dass es ein matter Blush ist. Also wahrscheinlich eher ein Dupe zu den neueren Blushs von Charlotte Tilbury und nicht diese Glowy Blushs. Also mein kurzes Fazit zu diesen Contour und Blush Wands von Amazon. Handhabung her fand ich die wirklich sehr gut. Sie haben sich beide mega schnell verblenden lassen. Das ging super easy. Farben haben mir auch wirklich sehr gut gefallen. Bei dem Blush gibt es, glaube ich, noch eine andere Farbe zur Auswahl. Preistechnisch finde ich die auch in Ordnung. Es ist jetzt nicht das Billigste, es ist aber auch definitiv nicht so teuer wie Charlotte Tilbury. Notiert gerne mal, wie euch das Ergebnis gefällt und ob ihr die schon entdeckt habt auf Amazon und vielleicht schon probiert habt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bye!